Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Du willst dich bewegen, du willst dich gut fühlen, da bist du auch wirklich richtig hier. Ich möchte gerne eine Sportart teilen, was auch irgendwie Yoga auch ist. Es ist auch Kraftsport, es ist sehr spirituell, finde ich, körperlich. Es ist auch sehr intuitiv. Ich möchte gerne euch ein Gefühl beibringen im Körper, dass Sport einfach einfacher wird. Es ist auch sehr schwierig, Sport zu machen, finde ich, wenn man eigentlich keine Lust hat. Und da kommt diese Übung, die ich euch gerne zeige. Es geht gar nicht um Yoga, es geht nicht um Kraftsport, Liegestütze, Klimmzüge. Es geht um Körperwahrnehmung, welche Bewegungen euch gut tut. Ein anderes Beispiel. Du willst Sport machen, du denkst, okay, was ist Sport jetzt? Ich muss Liegestütze machen, ich muss 100 Klimmzüge machen, aber ich habe da keine Lust für. Keine Lust. Und da kommt's. Komm mal bewusst zu dir und bemerke mal, welche Übungen, welche Körperbewegungen du machen kannst, die dir gut tun. Und das ist der ganze Trick, weil wenn dir was gut tut, was dir Spaß macht, zum Beispiel, wie ich das jetzt mache, das sind die Übungen, die ich gerne mache, weil die einfach mir gut tun, mir Spaß machen. Und da kommt diese ganze Kunst her. Wenn man Schwierigkeiten hat, Sport zu machen, Sport ist langweilig, muss man hinbekommen, Sport spaßig zu machen. Und wenn man Übungen macht, die keinen Spaß machen, zum Beispiel, ja, ich habe gehört, man muss 100 Klimmzüge machen, dann wird man sportlich, aber ich habe da keine Lust für, dann schlägt man sich da 2-3 Tage durch und dann hat man gar keine Lust mehr. Und dann bleibt man wieder unsportlich. Aber wir möchten ja sportlich, gesund, einen gesunden Geist haben. Und da ist es wichtig, lieber auf den Körper zu hören, was den Körper gut tut. Welche Bewegungen? Fang einfach schon mal an. Steh mal auf, hol deine Yogamatte und versuch mal, Bewegungen zu machen, die dir gut tun. Und die Leute, die kein starken Selbstbewusstsein haben, kann es ja auch sehr komisch sich anfühlen oder sehr komisch aussehen, die Bewegungen. Dann lieber einfach das drinnen machen und einfach mal ein bisschen ausprobieren. Weil, ne, der Körper macht das, was ihm gut tut. Dann sind das halt ganz komische Bewegungen, aber die werden dir helfen, die werden dir heilen, die werden dir Kraft geben. Einfach mal mitmachen, anfangen. Und das sind, fang einfach mal, ich will euch gar keine keine Linie geben, kein Maß geben. Ihr müsst selbst ausprobieren. Und das ist halt das ganze Video eigentlich. Das ist für mich auch einfach aufzunehmen, klar. Aber das ist gar nicht die Sache. Die Sache ist, was ich euch mitverteilen möchte. Was will ich euch damit sagen? Was will ich euch damit zeigen? Ne? Und das ist damit euch einfach, ja, sportlich zu kriegen, aber auch mit Spaß. Und da ist es halt wichtig, welche Sportübungen ihr macht, welche Übungen euch Spaß machen. Aber ich höre jetzt mal auf zu reden, weil es ist ja eine gefühlte Körpermeditation, kann man auch sagen. Einfach zu fühlen, was der Körper gerade mag. Wenn du bereit bist, kannst du auch anfangen, finde ich. Hilft auch sehr gut dabei, zu atmen und wieder auszuatmen. Immer versuchen, so natürlich wie es geht, die Bewegung zu machen. Gar nicht mit dem Kopf zu denken, so, ah, das sieht komisch aus, es ist irgendwie sowas, so, so
bewegt man sich nicht, das ist doch komisch. Der Körper ist nicht dazu, der ist nicht extra so gebaut worden, dass man diese Bewegung nicht machen kann. Der Körper ist so gebaut, dass man die Bewegung machen kann. Das heißt, der Körper vermisst, kann man so sagen, diese Bewegung, die man eigentlich nie macht im Alltag. Ne? Man sitzt nur, schreibt am Computer oder man bleibt irgendeine Stelle da und schnibbelt da irgendwie Gemüse, was auch immer du arbeitest. Und es ist sehr monoton für den Körper. Und für diese Übung kannst du auch regelmäßig machen. Die kannst du jeden Tag machen. Das ist das Schöne. Du wirst immer neue Bewegungen kennenlernen, wenn du kreativ bist. Und das ist so die Sache. Kreativität ist sehr wichtig für so eine Sportart. Freestyle. Ja, Freestyle. So könnte man das auch nennen. Vielleicht wird das der Titel. Freestyle Ganzkörpertraining. Einfach mal Freestyle. Kreativ sein mit dem Körper. Einfach versuchen, jede Bewegung, die man so macht, einfach einfach zu fühlen. Merkst du auch, du tust dir ein bisschen schwer damit, du bist viel langsamer vielleicht als ich, weil du noch nicht so weißt, welche Bewegungen tun dir eigentlich gut. Das ist ganz normal. Du musst erstmal so viel Aufmerksamkeit haben, den Körper, sag ich mal, kennenzulernen, welche Übungen ihm gut tun. Ich habe Zeiten, da kann ich das ganz schnell machen und das tut alles gut. Dann gibt es Zeiten, ich brauche langsam und viel Zeit, dass ich so in so eine Region komme, in so eine Körperbewegung oder Körperposition, die mir gut tut. Wenn man unbewusst ist, kann man auch mehr in so eine schmerzige Übung reinkommen, die halt nicht so gut tut. Das passiert auch, man rutscht da aus Versehen rein. Es ist auch gar nicht schlimm. Ja, man versucht dann einfach weiter, gute Positionen zu finden, die dann gut. Das wird man in der Zeit lernen. Wenn man das regelmäßig macht, lernt man das noch schneller. Aber am besten keinen Zeitdruck. Einfach machen. Ich mache das auch gerne bei der Arbeit, lustigerweise. Weil mir das einfach gut tut. Dann kriege ich auch automatisch mehr Kraft, mehr Energie. Man muss schon klar Kraft haben mental, weil die Mitarbeiter gucken dich dann blöd an oder die Kollegen, aber die gewöhnen sich daran und dann wird es auch normal. Ne? Das tut einfach gut. Ne? Oder wenn man irgendwie wartet, weil man einen Termin hat, man kommt zu 10 Minuten zu früh, macht man eine coole Übung oder macht man ein bisschen Sport. Aber für die einfach zu schwachen Persönlichkeit haben oder sich schämen, einfach zu Hause machen. Da müsst ihr euch damit keine Gedanken drüber machen. Ihr macht es einfach zu Hause, tut euch was Gutes und es muss keiner wissen. Wie auch immer ihr damit umgehen könnt, macht das so, wie ihr euch wohlfühlt. Ich habe mir einen schönen Spot ausgesucht. Ich fand es sehr schön, die Umgebung, dafür das zu machen. Und das Coole ist dabei, man hat gleichzeitig Dehnen dabei, man hat gleichzeitig Kraftsport dabei
Weil du kannst auch alles mit Kraft machen. Spann mal deine Bewegungen an, die du machst. Kannst du automatisch Kraft aufbauen und so auch Muskeln erzeugen, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Kannst du unterschiedliche Muskeln einfach trainieren. Viel mehr, als wenn man Liegestütze macht zum Beispiel. Weil du kannst deinen ganzen Körper benutzen, deinen ganzen Körper anspannen. Und so kann man auch sehr athletisch aussehen, athletisch, sportlich, flexibler Körper bekommen. Das ist für mich sehr wichtig. Flexibler Körper. Ein Körper, der in jede Position rein kann. Ne? So eine Zeit, ich habe mal so eine Zeit gehabt, wo da hab ich sehr viel Kraftsport gemacht. Da war ich sehr steif. Ne? Bisschen läuft man ein bisschen so rum. Aber wenn man alle Muskeln trainiert gleichzeitig, hat man einen viel besseren Körper, finde ich, der in jede Situation sich gut anpassen kann. Ne? Das ist schon sehr cool eigentlich. Und es tut auch gut. Macht das auf jeden Fall mit eurem Tempo. Macht es so, dass es euch entspannt, euch gut tut. Das ist sehr wichtig. Nicht da sich so reinpressen, nicht reindrücken im Schmerz oder sich irgendwie stressen, oh, ich muss die Übung jetzt nachmachen. Ihr müsst es gar nicht nachmachen, was ich mache. Ich zeige euch nur eine Art von Bewegungen, die man machen kann. Aber jeden Körper ist unterschiedlich. Jeder Körper bewegt sich anders. Und dein Körper braucht vielleicht auch andere Bewegungen. Aber mein Körper ist mehr so, merke ich, ich mag das mehr mit den Händen zu spielen. Dann gibt es Leute, die machen mehr mit den Füßen, ne? Dann kann man auch das machen, dies. Ne? Dann gibt es auch mehr Leute, die mehr den hier mit der Hüfte auch macht. Es ist immer sehr unterschiedlich, wo man sich gerade mehr zu sich neigt. Ne? Was man so gerade merkt, oh, diese Übung brauche ich gerade, die tut mir richtig gut. Das mache ich jetzt erstmal. Und ja, man kann auch ein Ganzkörpertraining machen. Ne, du machst alles, du gehst mal mit deinen Armen überall hin, du gehst mal mit deiner Hüfte, drehst du dich. Du kannst mit deinen Füßen was machen, mit deinen Fingerspitzen. Du kannst auch sagen, ey, ich möchte ein bisschen hier so oben ein bisschen mehr Muskeln bekommen, mehr Kraft bekommen. Kannst du auch nur mit deinen Armen die ganze Zeit was machen und gleichzeitig auch anspannen, wieder lockern, anspannen, wie es dir einfach gut tut. Ja, es ist, das hat etwas wie Yoga, ne? Was auch immer das für eine Sportart ist, ich finde die super und ja. Die nenne ich, glaube ich, einfach flexibler Körpertraining, was auch immer. Es hat viel mit Yoga zu tun, viel mit Kraftsport, weil man auch anspannen kann die Muskeln. Ne? Und man kann auch dehnen damit. Ne, man kann auch Yoga machen damit. Es ist einfach Freestyle. Das ist wichtig dabei. Gar nicht an Modelle denken. Ach, ich habe gehört, dieses Modell, diese Bewegung tut gut, die mache ich jetzt, aber die fühlt sich aber für mich nicht gut an. Dann hilft das nicht so sehr. Es ist wichtig, dass es jede Bewegung Spaß macht. Weil dann hält man das auch länger aus, dann schafft man auch mal einfach mal so eine Stunde. Und die Zeit geht wie wenn man Spaß hat und irgendwas macht. Da gehen 2-3 Stunden einfach weg und man denkt so, hä, wo ist die Zeit hin? Ne? Wenn Sport sich gut anfühlt, dann schafft man auch mehr und es ist einfacher, als sich irgendwo reinzustressen.
dann schafft man nur 15 Minuten, der ganze Körper ist kaputt, du bist erschöpft und hast keinen Bock mehr, 3 Tage Sport zu machen. Das ist halt blöd. Dafür ist die Übung auch da, einfach sich kennenzulernen, jede Übung, jede Körperbewegung kennenzulernen, die sich gut anfühlt im Körper. Genau. Ich merke, es öffnet so, es ist entspannt. Weil oft ist hier, das merkt man gar nicht, wenn man erstmal in diese Bewegung kommt, die sich gut anfühlt, merkt man erstmal, wie viel Verspannung hier drin ist. Ich merke das auch hier, ich mache gerade diese Übung, ne, die hier. Und wenn du so machst, baut sich hier Druck auf im Handgelenk. Und wenn ich wieder loslasse, merke ich so, wie eine Befreiung einfach hier stattfindet. Es tut gut, der Arm kann sich entspannen. Hier geht irgendwie Druck raus. Und das ist so die Sache, was mir so Spaß macht dabei, einfach Freestyle den Körper zu nutzen. Weil dann kommt man in Bewegungen rein, die einfach eigentlich man voll vergessen hat, dass man auch so eine Bewegung machen kann, die dann viel Druck einfach nimmt im Körper. Und dann ist man viel relaxter und man fühlt sich auch. Glaubt mir, macht das mal, guckt das Video zu Ende und macht mit. Und dann merkt ihr, wenn ihr nächsten Tag aufsteht, der Schlaf oder der Morgen ist ein bisschen anders. Ihr fühlt euch so ein bisschen leichter, weil ihr viele Spannungen so mit rausgeholt habt.
vielleicht merkt ihr ja schon, dass es sehr interessant wird. Ne? Man kann gar nicht damit aufhören. Es macht einfach so Spaß, in Körperpositionen zu kommen, die einfach gut tun. Und das ist das. Das macht so, es macht Spaß, es ist leicht. Und das ist die das, was ich euch mitgeben möchte. Und die, die das jetzt erfahren haben oder noch nicht, macht einfach weiter. Einfach weiter. Irgendwann kommt dieses Gefühl so, oh, ich will gar nicht damit aufhören. Das tut ja, es macht ja richtig Laune. Und da, das hoffe ich auch wirklich, dass einer von euch, die das angucken, einfach da was draus lernen kann. Und das ist wirklich schön. Das mache ich auch mit meinem Cousin, auch mit meiner Freundin. Es tut einfach gut und es ist entspannt. Und ja, das wollte ich euch einmal zeigen. Ich hoffe, dass es euch irgendwie was gebracht habt oder ihr dachtet, ne, diese Sportart ist doch nichts für mich. Ist ja auch nicht schlimm. Ne, jeder Körper ist anders, jeder Körper mag was auch was anderes. Deswegen, man muss sich rantasten, welche Sportart auch immer. Ich hoffe, dass die Sportart euch irgendwie berührt hat und euch irgendwie mehr Kraft gegeben hat, mehr Entspannung. Wenn ja, ihr wisst ja, was jetzt kommt, ne? Daumen hoch. Abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt, mehrere Sachen zu sehen von mir. Aber ja, wenn es euch gut tut und euch Spaß macht, dann habe ich alles richtig gemacht beim Video. Wenn ihr Kritik habt, schreibt gerne in den Kommentaren. Ich antworte auch viel. Wenn ihr so ein Erlebnis rausgelernt habt, schreibt es auch gerne mal in den Kommentaren, was auch immer das war. So, ey, stimmt, ich habe da mal hier so ein Daumenproblem. Den habe ich jetzt so gekreist immer, wie es mir gut tut damit. Und habe das jetzt bei deinem Video die ganze Zeit gemacht und es tut gut. Ich hab wirklich Heilung gespürt. Dann schreibt es mal gerne rein. Das freut mich dann auch immer, sowas zu lesen. Und die Leute, die noch nichts rausgelernt haben, ist ja auch nicht schlimm. Jeder Körper ist anders, jeder Körper braucht eine andere Übung oder eine Sportart und es ist wahrscheinlich nicht für jeden, das ist ja klar. Aber die da einen Nutzen rausgewonnen hat, dann habe ich auch das Video, dann hat das Video sich gelohnt zu machen. Und ja, dafür sage ich erstmal, ja, Dankeschön, die mitgemacht haben bis zum Ende und einfach was rausgelernt haben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin eine wunderschöne, gesunde Sportweise, weil das ist ja auch sehr wichtig. Stresst euch nicht dabei. Macht so, wie ihr euch wohlfühlt bei einer Sportart. Dann wird auch alles wieder top. Der Körper fängt dann an, wieder sportlich zu werden, wieder glücklich zu werden. Und das ist die Hauptsache. Man muss Spaß haben bei der Sportübung und es muss sich gut anfühlen. Ja. Das sind die letzten Worte da. Haut rein. Ich hoffe, dass ihr was gelernt habt dabei. Habt euch lieb. Ciao.